Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Also ich denke doch mal, dass es jetzt wirklich ein Let's Play ist. Ich sage das jetzt einfach mal so, ich behaupte es. So, erstmal kurz, keine Kämpfe, weil wegen ist so. Und ach, ist das schön, wir sind in einem neuen Bereich. Oh, da ist irgendwie ein Indianerdorf oder so, man weiß es nicht. Sieht jedenfalls ein bisschen danach aus, da hinten ist irgendwie sogar eine Pyramide. Und hier sind eine Menge Wälder. Okay, gehen wir erstmal in die Wälder. Weil ich habe gehört, es ist irgendwie in den Wäldern und da, wo auch ein Fluss ist, deswegen... Irgendwo hier muss das nicht sein, okay. Ich dachte halt... Also hier schon mal nicht. Da hinten scheint nichts zu sein soweit. Mal gucken. Muss ich mal hier so ein bisschen durchlaufen. Es ist so ein bisschen Rumgesuche wie bei Vampire's Dawn. Wo im Wald ist was? Ne, im Wald kann ja immer irgendwie was Verstecktes sein. In dieser Hinsicht finde ich es gut, dass ich die Kämpfer ausgeschaltet habe, weil... wäre sonst ein bisschen doof. Ich hoffe nur, ich finde sie so. Nicht, dass irgendwie die Kämpfe dafür eingeschaltet sein müssen. Das wäre sonst arschig. Ich meine, wäre eigentlich nicht arschig, weil das ist das normale Spiel dann, ne? Aber das ist jetzt komisch. Weil ich habe jetzt das Wäldchen und das Riesenwaldstück hier abgegrast und sie kommt nicht. Muss ich die Kämpfe eigentlich? Ach so, macht Sinn, okay. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Anscheinend muss ich die Kämpfe dafür doch eingeschaltet haben. Okay. Ja, genau, dich wollte ich nämlich finden. So, sei mal ruhig, meine Kleine. Klappt anscheinend nicht. Scheiße, ich bin ein Frosch. Ein Mysteria-Ninja? Okay, vielleicht ist es doch nicht der Charakter, den ich dachte, dass ich den vor mir habe. Oder auch doch, ich weiß es gerade nicht mehr. Jetzt bin ich verwirrt auf einmal. Als Frosch angreifen. Yay, wie süß. Au. Verbrennen. Oh, ich bin... Oh, ich hab's geschafft. So, bist du es jetzt oder bist du es nicht, auf den ich gewartet habe? Ah, sie ist es anscheinend. Mann, ich hab verloren. Unmöglich. Hep. Na, du Hirni, wie wär's? Wollen wir nochmal? Ehrlich gesagt nicht. Kein Interesse. Willst du weglaufen? Bleib und kämpfe. Kämpfe, hab ich gesagt. Ich will aber nicht. Willst du wirklich nochmal? Komm schon, was ist los? Du hast ganz schön, anstatt schön, du hast ganz schön Angst vor mir, was? Du verlierst damit. Wie versteinert natürlich. Genau wie ich gedacht habe. Was erwartest du anderes bei meinen Fähigkeiten? Ja, du bist ganz doll stark und toll. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr euch stark genug fühlt, tragen wir noch eine Runde aus. Bis dann. Nein! Okay, ich hätte den Kampf anscheinend wählen müssen. Ich gehe jetzt los. Das habe ich vor. Warte einen Moment. Was ist? Willst du noch was von mir? Also, willst du noch was von mir? Hm. Also, was ist es? Ich weiß, dass du meine Hilfe willst, weil ich so gut bin. Du willst, dass ich mit dir komme? Scherzt du? Nein, natürlich, stimmt.
Hab ich's mir doch gedacht. Du bringst mich in eine Zwickmühle. Was soll ich nur tun? Aber wenn du mich so sehr brauchst, kann ich schlecht ablehnen. In Ordnung, ich komme mit dir. Wie heißt du? Ich? Ich heiße... Yuffie. Dieses Bild von ihr. Zähne geputzt. Ein... Oder auswählen? War auswählen richtig? Ja, auch so. Okay, geht auch. Gut. Was redest du da? Du sollst zuerst gehen. Gut, dann vergiss es. Ich komme nicht mehr... Was? 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 Ich hatte... Was habe ich denn jetzt gemacht? Denk dran, wenn du mich verärgerst, wirst du dafür zahlen. Ich habe doch gar nichts Schlimmes gemacht. Hatten wir vorher nicht mehr Geld? Ach so, okay. 700 Gil gestohlen. Kleine Drecksau. Mann, das hättest du nicht tun sollen. Kleine Dreckslaus. Frage ist, muss ich die jetzt verfolgen? Kleine Sau, du. Ich meine, ich könnte auch darauf verzichten. Ich habe genug Geld inzwischen, aber nein. Das lasse ich der Kleinen natürlich nicht durchgehen. Okay, ihr seid nicht Yuffie. Auch wenn ich sie eher Yaffie ausgesprochen hätte, aber ich glaube, sie ist wirklich eher Yuffie. Oh, Igitt. Warte mal, Analyse. Gegen was seid ihr anfällig? Danke, Cloud, dass du endlich mal was machst. Eigentlich müssten die gegen Feuer doch anfällig sein. Die sehen aus wie Pflanzen schließlich. Aber es wird mir nichts angezeigt. Ein Mysterium. Immerhin. Trotzdem, wie schmeckt euch denn Eis, wenn euch Feuer an sich normal nicht so viel ausmacht? Och ja, nicht so schlecht, aber könnte halt besser sein. So, wie schmeckt euch das? Raketen! Nice. Ba-da-da-ba-da. Oh, jeder arme Cloud. Um Aeris mal so ein bisschen zu schonen, werfe ich Cloud mal ein Tränkchen rein, weil davon habe ich ja mehr als genügend erstmal. Stellt 500 wieder her. Ne, das wäre ein bisschen zu viel. Ja, normales Tränkchen, 100. Ja, komm, hier, gönn dir. Siehst du, werden die Tränke auch mal benutzt. So. Jetzt aber. Komm raus aus deinem Versteck, Yuffie, wo auch immer du bist. Oh, was sind ihr denn jetzt für komische Flieger hier? Na, sterbt ihr schon oder lebt ihr dann noch? Okay, der eine ist tot. Gegen was bist du denn anfällig? Bist du gegen irgendwas anfällig? Formular, ich kämpfe gegen den Formular. Schwach gegenüber Wind. Ja, Wind habe ich nicht, Schätzelein. Du Sau!
habe das Gefühl, sie ist nicht in den Wäldern mehr, sondern irgendwo anders zu finden. Ich weiß es aber nicht. Oder doch, und sie kommt halt erstmal nur nicht raus. Wo versteckst du dich, Kleine? Seriously? Komm raus und zeig dich. Ich glaube nicht, dass sie im gleichen Waldstück wie eben noch ist, deswegen, die müsste jetzt hier irgendwo wahrscheinlich sein. Oder ist es wirklich total random, das weiß ich nicht. Och nö, nicht ihr schon wieder, ich mag euch nicht. Das wollte ich überhaupt nicht, ich wollte die Feindestechnik. Auch gut. Auch gut, ja. So viel dazu. Aber ich glaube wirklich, Yuffie war an einem bestimmten Ort zu finden, dass man eher in die Berge musste oder so. Mal ein bisschen rumlaufen. Vielleicht finde ich sie da hinten in der Ecke. Irgendwas in der Art habe ich in Erinnerung. Ach du Scheiße, was bist du denn? Riesen-Pokémon. So eine Mischung aus Eule und Fledermaus irgendwie. Nee, ich sollte erstmal Analyse machen. Was bist du? Was willst du? Was kannst du? Sensilit. Schwach gegenüber Wind. Ach, warum habt ihr denn alle Wind? Hat doch keiner. Kann ich dich klein machen, ist die Frage. Nicht wirklich. War irgendwie zu erwarten, leider. Okay, der ist wenigstens jetzt weg. Meine Güte, meine Güte. Das hat ja jetzt sehr viel gebracht an Erfahrung, so gut wie nix. Dafür fand ich den Gegner aber ein bisschen zu hart, dass er mir so nur so wenig Erfahrung dann gibt, das ist irgendwie... Aber hier in der Ecke ist sie irgendwie... nicht, hätte ich jetzt echt gedacht, weil das hatte ich so in Erinnerung. Oder kann sie in die nächste Stadt aufgelaufen sein? Woher soll ich das wissen? Ach du Scheiße. Nice. Ach so, auch gut. Ba-da-da-ba-da. Viel Erfahrung geben die irgendwie gefühlt nicht. Das ist irgendwie ein bisschen Verarschung gefühlt. Sonst könnte ich da hinten zu diesem komischen Indianerstamm sonst erstmal hinlaufen. Und gucken, was da Sache ist. Vielleicht ist sie auch dahin abgehauen. Man weiß es nicht, man munkelt hart. Mal sehen, was ist das hier für ein Ort? Oh! Hallo? Hallo. Wir haben Shinra lange Zeit auf diesem Schlachtfeld bekämpft. Wir sind stets auf einen langen Krieg mit ihnen vorbereitet. Falls ihr es nicht eilig habt, würdet ihr uns im Kampf gegen sie unterstützen? Hört mal, wir wollen euch nicht drängen. Wenn ihr gerade in einer anderen Sache steckt, warum bringt ihr die nicht zuerst zu Ende? Okay. Wo liegt Yunnan? An der Küste lang, nach Norden. Wenn man eine Weile lauft anstatt läuft, kommt man direkt nach Yunnan. Passt gut auf, denn es liegt im Schatten eines kleinen Berges. Okay. Hilf mir nur gerade nicht bei der Suche nach Yuffie. Da hinten ist eine Höhle. Könnte sie da auch hingelaufen sein? Da hinten sind noch weitere... Nee, Quatsch, ich habe gerade falsch geguckt. Aus der Höhle, da sind wir gekommen. Ich Dummerchen. Genau, da sind die Gebirge, wo ich gesucht habe. Und da hinten geht es dann
Obwohl, nee, da geht's nicht zur Pyramide unbedingt, weil... Naja. Da noch der Fluss halt dazwischen liegt. Aber ich guck's uns nochmal, wo man jetzt Yuffie am besten finden kann, weil... Sonst suche ich hier noch Jahre weiter und ich finde sie einfach nicht, die kleine Diebin. Deswegen, das ist in dieser Hinsicht so eine Sache. Also Yuffie ist halt wirklich ein Charakter, den man verpassen kann. Ne? Wie gesagt, wenn ich jetzt die Kämpfe wirklich ausgeschaltet gelassen hätte, wäre ich ihr nicht begegnet, weil man sie halt erstmal besiegen muss, leider. Und sie ist halt wirklich eine Diebin, die einem, ich glaube, immer wieder Probleme bereitet im Spiel. Aber sie gehört halt irgendwie zur Story dazu. Auch im Film taucht sie auf zum Beispiel. Und auch in anderen Teilen, die mit Final Fantasy VII zu tun haben. Deswegen, ja. Irgendwie gehört sie ja dazu, deswegen will ich sie natürlich dabei haben, aber den Stress mit ihr muss man sich nicht antun, wenn man es nicht will. Sagen wir es mal so. Aber okay. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir hoffentlich diese kleine Drecksdiebin in die Pfoten kriegen. Dann versohlen wir immer ordentlich den Hintern. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Bis zum nächsten Part also, ihr Lieben. Bye, bye.